Die Haushaltswoche im Bundestag. In wenigen Augenblicken spricht der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die einzelnen Ministerien äußern sich in dieser Woche zu ihren Ausgaben. Und heute ist das Wirtschaftsministerium dran. Wir sehen hier schon die Live-Bilder aus dem Bundestag. Und bei uns im Studio ist Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Schönen guten Morgen, Jan. Guten Morgen. Du wirst heute Deutschlands schnellste Meinung machen, ordnest also ein, was der Bundeswirtschaftsminister gleich zu erzählen hat. Ja, das wird eine spannende Rede oder anders gesagt eine mit Spannung erwartete Rede. Robert Habeck steht unter Druck wie nie zuvor in seiner politischen Karriere. Er ist ja ungefähr seit 20 Jahren politisch aktiv, war unter anderem Umweltminister in Schleswig-Holstein, war Grünen-Chef und jetzt ist er Bundeswirtschaftsminister seit einem guten Dreivierteljahr und erlebt das erste Mal eigentlich wirklich, wirklich massiven Widerstand. Das hat man ihm gestern auch angesehen, gestern auf der Regierungsbank, als es den großen Schlagabtausch gab zwischen Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, und dem CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz. Und heute nun ist Robert Habeck selbst dran. Ich würde sagen, er wird das sehr routiniert runterzuspielen. Aber möglicherweise gibt es massive Zwischenrufe auch. Und das macht die ganze Debatte natürlich gleich besonders spannend. Ist er überfordert? Kann er das deiner Meinung nach noch? Robert Habeck hat mit viel persönlichem Einsatz versucht, er diese Krise, an der er mit Sicherheit nicht selbst schuld ist, persönlich selbst schuld ist, zu meistern. Aber wir sehen, dass Robert Habeck in dem Amt, was er hat, wirklich überfordert ist. Deutschland regt sich auf, ist sauer. Ja, und der Grund dafür ist natürlich Robert Habeck, der Wirtschaftsminister. Sein merkwürdiger Auftritt im Fernsehen bei Maischberger. Deutschland hat Angst in diesen Tagen. Verständlicherweise vor weiter steigenden Preisen, vor einer Pleitewelle. Ja, und der Wirtschaftsminister, er stammelt und kann sich nicht richtig äußern. Seiner Meinung nach könnten Firmen zwar aufhören zu produzieren, würden deshalb aber nicht insolvent sein. Ja, und genau das treibt viele Bäcker jetzt auf die Barrikaden. Sehr geehrter Herr Habeck, ich bin 48 Jahre alt, selbstständig. Wir haben 10 Angestellte in unserer kleinen Bäckerei. Ich fordere Sie auf, treten Sie zurück. Was Sie hier verzapfen in Deutschland, ist der größte Mist, den die Nachkriegszeit erlebt hat. Sie haben doch wirklich mit dem Föhn geduscht oder sich mit dem Hammer gekämpft. Bitte tun Sie Deutschland einen Gefallen, treten Sie zurück, nehmen Sie Frau Baerbock gleich mit. Und den Scholz geben wir ihm gratis obendrauf. Er wird sich sowieso nicht mehr daran erinnern, dass Sie ihn mitgenommen haben. Aber tun Sie unserem Land einen Gefallen und gehen Sie einfach. Danke. Harte Worte von diesem Bäcker. Was oder wie der Wirtschaftsminister das gemeint haben kann, das wird erst jetzt ein bisschen klarer, weil offenbar sollen jetzt in der Energiekrise betroffene Unternehmen mehr unterstützt werden. Es gibt die Gefahr von Betriebsaufgaben und der müssen wir begegnen. Deshalb werden wir die Hilfsprogramme erweitern, sagte der Vizekanzler. Zwar gäbe es einen Schutzschirm, unter den auch kleine und mittlere Unternehmen schlüpfen könnten, sagt der Grünpolitiker, aber es ist klar, für den Herbst und Winter müssen wir den Schutzschirm größer aufspannen. Man arbeitet da mit Hochdruck, damit Firmen zielgenau und wirksam unterstützt werden könnten, so Habeck zum Redaktionsnetzwerk Deutschland.